friend. Wait a minute, what I say I gotta do again? Minute to minute, I feel like I'm in the movie Momento, but I don't have. Ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Wir werden heute mal keine Roleplay-Folge machen, denn wir werden jetzt erstmal in den Nether gehen und einiges an EXP farmen, denn ich habe ja schon 25 Level, das heißt, wir farmen jetzt erstmal 5 Level und dann verzaubern wir mal die Diapost, denn ich möchte in dieser Folge so ein bisschen was enchanten. Ich kläre jetzt einfach mal so ein bisschen auf, was ich zur nächsten Zeit vorhabe. Und zwar, ich sag mal so, viele Leute unterschätzen das manchmal wirklich, wie viel Mühe hinter so einer Roleplay-Folge steckt. Und wenn ich dann, natürlich, ich freue mich unglaublich, dass ihr die Roleplay-Folgen feiert, aber wenn ihr dann immer schreibt, bitte, bitte noch eine Roleplay-Folge und noch eine, das bekomme ich nicht hin. Ich nehme am Tag so viel auf und dann, es kommt alles zusammen, zum Beispiel heute 3 Videos, gestern, weiß ich gar nicht, wie viele Videos ich da hatte. Auf jeden Fall, Moment, so. Im Nether mache ich den Schein natürlich aus. Ihr müsst verstehen, ich brauche mal wieder ein bisschen Zeit und ein bisschen einen Cooldown. Also ich mache gern Videos und das freut mich auch unglaublich. Aber bitte lasst mir so ein bisschen eine Verschnaufpause. Das würde ich echt sehr toll feiern. Ich glaube, hier ist auch wieder so eine Sackgasse. Gucke ich mal hier. Ja, hier sollte es runtergehen. Genau hier. Hier geht's runter. So, gucken wir mal. Oder ist Lava? Ui, aber das ist alles zu tief. Was ist das denn für eine Wurde die wieder resettet vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, das, was heute zum Beispiel passiert, wird keine Auswirkungen aufs Roleplay haben, aber ihr müsst euch einfach denken, ich bin zum Beispiel auch, meine Stimme ist total am Arsch, einfach nur, weil ich streame in letzter Zeit sehr, sehr viel, ich nehme in letzter Zeit wirklich super viel auf und dann bete ich natürlich oft und denke mir so, bitte, bitte Leute, habt Verständnis für das, weil ich kann natürlich jeden Tag 100 Videos machen, aber wie es dann mir dabei geht, interessiert dann irgendwie keinen. Hauptsache die Videos sind da. Ey, hier ist irgendwie so eine unsichtbare Mauer oder so. Ich kann hier nicht vorbei. Oh, nee. Der Block hier buggt. Hey, hier buggt irgendetwas, ne? Wenn ich erst runterspringe, bin ich dann tot. Ich habe Federfall 4. Ich weiß es nicht. Ich habe so ein bisschen Angst. Ich sollte eigentlich nicht sterben. Egal, Leute, YOLO. Oh, perfekt. Auf jeden Fall holen wir uns jetzt mal so ein bisschen Quarz und verzaubern dann unsere Diabus, die zu Hause liegt. Ja, das war mir einfach mal wichtig, dass ich das anspreche, dass mir das echt viel abkostet, ja. Ich bin jetzt zum Beispiel am Donnerstag fahre ich ungefähr für eine Woche weg. Das heißt, dort werden euch eher mehr Vlogs als sonstige Videos erwarten. Ich werde natürlich versuchen, von zu Hause, von dem Ort, wo ich dann bin, Leben aufzunehmen. Aber ich kann natürlich nichts versprechen. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass ihr mir da so ein bisschen Unterstützung schenkt und ihr dann sagt so, yo, ich unterstütze den Bumsdoggy. Ich werde versuchen, jeden Tag, wo ich weg bin, vielleicht am Abend oder so mal eine Stunde zu streamen. Also das möchte ich auf jeden Fall machen. Das setze ich mir jetzt auch als Ziel. Jeden Tag einmal so für eine Stunde streamen oder so, in der Zeit, wo ich nicht da bin, weil das sollte auch mit dem Internet und so weiter klappen. Und dann vielleicht jeden Tag eine kleine Lebenfolge. Da dürft ihr natürlich keine Roleplay-Folgen erwarten, da ich eben dort keine Schneidemöglichkeiten habe, keine Kursen und ich da einfach mit dem leben muss, was ich quasi, was ich angeboten bekomme. Und ja, das wollte ich einfach mal sagen, ne? Dann hat mir noch heute jemand in die Kommentare geschrieben, und zwar der Philippa, glaube ich. Er hat geschrieben, er fand meine Videos vor Leben unterhaltsamer. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ihr könnt es mir mal selbst mal schreiben. Ich muss sagen, ich habe die Videos genauso, meiner Meinung nach, genauso weitergeführt, wie ich sie auch davor gemacht habe. Ich habe weder meine Art geändert, noch sonst irgendwas. Also wer meine alten Videos anguckt und jetzt,
Er wird nur eins merken, und zwar, dass die Videoqualität sich gesteigert hat. Aber so vom Kommentierstil her bin ich einfach nicht anders geworden. Ich kann natürlich nicht jede Runde lustig und toll machen, wenn nichts Lustiges und Tolles passiert. Ich bemühe mich natürlich, aber ich möchte doch auch einfach so mal ein bisschen... Wisst ihr, wenn so viele Leute mir zuschauen und dann wünschen sich davon auch so viele Leute, dass ich jetzt irgendwie Leben hochlade, dann wünschen sich wieder voll viel, dass ich PvP hochlade und ich einfach nichts unter dem Hut bekomme, dass ich nicht alles unter einem Hut bekomme, dann haben die meisten auch gleich wieder kein Verständnis, wenn mal kein Video kommt oder nicht. Aber die meisten von euch verstehen das eh, aber ich rede halt nur von so einem kleinen Teil, der das halt leider nicht versteht. Und der dann halt Videos und Videos und Videos verlangt. Ja, ich hoffe mal, dass das damit so ein bisschen aufgeklärt ist. Denn, wie ihr wisst, ich war davor auch PvP-YouTuber. Und ich muss sagen, ich habe auch nicht vor, jetzt nie wieder PvP zu machen. Im Gegenteil, ich liebe es und ich werde auch noch immer weiterhin... Oh mein Gott. Ich werde auch noch immer weiterhin PvP und so weiter bringen, aber... Ich möchte halt jetzt auch ein paar solche anderen Projekte mal haben, damit ich mal so ein bisschen Abwechslung auf meinem Kanal habe. Ich gebe mir wirklich Mühe und versuche euch wirklich da jeden Tag zu unterhalten, aber es ist halt nicht immer 100% möglich. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal sagen. Aber egal, genug rumphilosophiert. Nachdem ich wieder da bin, nachdem ich wieder zu Hause bin, wird es wirklich wieder richtig coole Roleplay-Folgen geben. Das bedeutet auch wieder was mal mit Herr Bergmann. Also auf jeden Fall möchte ich demnächst wieder richtig mit Roleplay durchstarten. Wie gesagt, jetzt bin ich erstmal weg für eine Woche. Da kommen dann ganz normale Folgen. Und Roleplay-Folgen kommen dann, wie gesagt, erst wieder, wenn ich zu Hause bin, wo ich das habe, wo ich schneiden kann. Und wo ich dann mir viel mehr Mühe geben kann mit den Videos. So, ungefähr noch 2,5 Level. Dann haben wir die 30 Level auch schon. Dann gucken wir mal, was wir auf dem Brustpanzer drauf bekommen. Ich hoffe ja, dass es Schutz 4 ist. Das wäre schon echt fresh. Das wäre schon wirklich echt fresh. So, und mir haben so viele in die Kommentare geschrieben. Aber so viele, dass ich... dass ich nicht sagen darf, ich war Bacon Farm, sondern ich muss sagen, dass ich Beacon Farm war, weil Bacon ist ja falsch und das stimmt. Sorry Leute, dass ich Bacon gesagt habe. Ich habe wohl zu viel Dschungelcamp geguckt und einfach zu viel Bacon von Tanja gesehen. Tut mir leid. Ihr seht, Fernsehen färbt ab. Das färbt ab. So, natürlich Beacon und das Ganze ist dann so, ich habe jetzt eine Effizienz 5 Spitzhacke und das baue ich einfach dann so schnell ab. Das ist richtig krass. Und ihr müsst euch denken, so baue ich dann nicht Erde oder sonst was ab, so baue ich Stein ab. Und das Ganze geht in einem Radius von 50 Blöcken. Das bedeutet 50 Blöcke hinauf, ab und seitwärts jeweils. Und da kommen schon einige Dias zusammen. Also wir hatten 2 Stacks auf Firian und ich. Das erklärt auch, wo wir waren, als Delay nachgeforscht hat, wo wir waren. Wir waren Beacon farmen und haben dann da einiges an Diamanten gefarmt. Also er ein Stack, ich ein Stack. Geht auf jeden Fall klar. In Tracy, glaube ich, war sogar alleine farmen und der hat irgendwie 6 Stacks oder so Dias. Auf jeden Fall habe ich es auf einem Bild bei Twitter gesehen, dass der richtig hardcore viel hat. Und ja, ich wollte mich auch nochmal bedanken für die super tollen und schönen Fanarts, die ihr mir immer auf Twitter zusendet. Die sind wirklich richtig, richtig cool. Ihr habt echt richtig krasses Talent teilweise. Also was ihr manchmal da so für Bilder malt, wo ich mich selbst daran erkenne, das muss man ja erstmal schaffen, dass man eine Person in einem Bild erkennt. Das habe ich echt oft bei euch und ich finde es echt super geil. Also jeder, der einen Fanart gemacht hat, der soll sich jetzt mal kräftig angesprochen fühlen. So, da sind wir wieder. Sorry für den ganz kurzen, für die ganz kurze Komplikation. Und zwar, ich habe 30 Level gefarmt und jetzt werden wir hier einfach mal die Hose und den Brustpanzer rausnehmen. Sorry im Hintergrund dieses Gestöhne und dieses Geweine, aber meine Katze ist rollig und deswegen schreit die da die ganze Zeit so. Schutz 3, okay, was will ich hier bekommen? Haltbarkeit 3. Dann würde ich sagen, mache ich einfach Schutz 3 drauf.
weil ich, glaube ich, noch ein Schutz 3 Buch habe, soweit ich weiß. Und da gucken wir jetzt einfach mal so, zack, zack, Schutz 3. Ja, perfekt, nur Schutz 2. Und was will ich jetzt? Auch wieder Schutz 2. Feuerschutz 1. Ja, okay. Schutz 3 reicht. Und ja, ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat von dieser Folge, würde ich mich ultra super, super über einen Daumen nach oben freuen. Guckt auch auf jeden Fall bei meinen alten MC-Leben-Folgen vorbei, da, wenn ihr ein bisschen auf Roleplay steht und ihr das noch nicht gesehen habt, an die ganz Neuen, die gekommen sind. Und ja, wie gesagt, Leute, jetzt bin ich dann erstmal weg. Ich habe jetzt heute 2 Stunden gelivestreamt, gestern, morgen werde ich nochmal 2 Stunden livestreamen. Macht wirklich mega Spaß mit euch, wir spielen da auch Leben und PvP. Und damit jeder befriedigt ist quasi. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder, hoffentlich bei einer Folge MC Leben. Und dann fahre ich eben am Donnerstag weg. Aber da gebe ich euch noch Bescheid und so weiter. Also macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.